Hallo und willkommen zur zweiten Folge von Getting Buckets, liebe 2K-Familie. Happy Launch Day, NBA 2K22. Das Warten hat ein Ende, NBA 2K22 ist endlich da. Happy Launch Day 2K und dann alle da draußen viel Spaß beim Zocken. Happy Launch Day, NBA 2K22. Was ist heute für ein Tag? Heute ist der schönste Tag des Jahres. Heute ist 2K Day, heute ist Release Day NBA 2K22. Ihr werdet es wahrscheinlich schon bei euch auf der Box oder der Station oder eurem Rechner haben. Heute geht's los. Ja, das Grinden, das Zocken. Und welcher Tag wäre besser für die nächste Folge von Getting Buckets als der heutige? Shoutouts gehen raus an das Boss Game. NBA 2K22. Happy Launch Day. Boom. NBA 2K22. Liebe 2K Community, Sebastian hier von Big. 22 Jahre and counting. Auf viele weitere schlaflose Nächte. Happy Launch Day, NBA 2K22. Und ihr kennt das bei Getting Buckets. Früher saß der Kuro neben mir. Ohne einen, der mich am Händchen haltet, kann ich's nicht. Und heute haben wir einen dabei, den kennt ihr vielleicht noch nicht. Und er stellt sich jetzt erstmal vor. Hallo Nico. Moin, ich freue mich hier zu sein und es ist eine große Ehre, an deiner Seite zu stehen. Und ich weiß, dass die Fußstapfen sehr groß sind, aber ich habe mir gesagt, ich nehme diese Herausforderung an, alleine schon, wenn ich die Chance habe, mit dir zusammen mal in einem Format zu sitzen. Das ist mir eine große Ehre. Jetzt weiß ich natürlich, was du machst und warum du Teil der 2K-Familie bist. Und vielleicht soll ich nochmal erklären, bei Ole, letztes Mal habe ich es auch schon erklärt gehabt. Also die 2K-Family, das ist kein so festes Gebilde, sondern wir gucken, dass wir Leute finden, die sich in Deutschland um den Basketball verdient gemacht haben. Ja, die Kultur leben, ja, die alles, was mit Basketball zu tun hat, nach vorne bringen. Und auch wenn du selber, ich glaube, so viel kann ich sagen, keiner bist, der jeden Tag irgendwo die großen Körbe wirft und im Low-Post hast du eigentlich auch nichts zu suchen, aber du hast eine Menge zu tun mit Basketballkultur. Ja, das Lustige ist ja daran, dass wenn du dich mit Hip-Hop beschäftigst, ganz oft Basketball als das fünfte Element bezeichnet wird. Und ich glaube, das ist diese Brücke, die ich seitdem immer habe in meinem Leben. Denn ja, ich habe es mal früher versucht im Verein. Ich sage, wie es ist. Ich habe es relativ schnell aufgehört, weil ich, glaube ich, zu körperbetont gespielt habe. Und meine Freiplatz-Skills waren eher so, dass ich glücklich war, dass keiner zugeguckt hat bei dem, was ich da gemacht habe. Ich habe mal abends alleine mich, wenn es Beach hingestellt mit dem Basketball und habe versucht, ein bisschen zu werfen. Und ich war ganz froh, dass keiner mehr zugeguckt hat, weil das war ein bisschen unangenehm. Und entsprechend ist diese Seite auf jeden Fall dir überlassen, aber die Brücke zu Hip-Hop ist halt riesengroß. Und da gibt es, glaube ich, sehr viele Liebe, die immer hin und her geschossen wird. Und da ich, um das jetzt vielleicht kurz zu erklären für die, die noch nichts von mir mitgekriegt haben, seit 20 Jahren Hip-Hop-Journalist bin und mit dem Backspin-Magazin auch da meinen Beitrag dazu leiste, dass immer wieder dass neue Geschichten erzählt werden und wir auch gerne mal Brücken schlagen zwischen den Welten, freue ich mich so ein bisschen hier zu sein und auch jetzt mit dir zusammen mal ein bisschen mehr über Basketball zu lernen, denn das gehört für mich dann auch ein bisschen dazu. Aber kommen wir zu den News. Was gibt's eigentlich Neues in der Welt von NBA 2K? Happy Launch Day, NBA 2K22. Happy Release Day, NBA 2K22. Auch vom NBA Fan Podcast, Happy Launch Day, NBA 2K22. Vielleicht kennt ihr das noch von NBA 2K21. Da gab es diese Saisons während des Jahres, ne, wo 2K21 draußen war. Das galt damals aber nur für My Team. Das wird jetzt erweitert auf andere Modi eben auch, also zum Beispiel eure My Career in der W. Ne, man kann jetzt, wo immer ihr unterwegs seid, könnt ihr halt diese Saisonbelohnung, die es so gibt, abgreifen. Und da gibt es einiges. Ja. Da gibt es Klamotten für euren My Player, da gibt es Songs für einen Soundtrack, da gibt es natürlich auch Punkte für den jeweiligen Modus, wo ihr spielt. Sehr, sehr interessant. Und vor allem interessiert mich diese Saison der MyTeam-Modus. Da bin ich ganz ehrlich, habe ich noch nie irgendwie ausprobiert. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich weiß, es geht irgendwie um Karten, man muss die draften und so. Und ich will nicht zu viel verraten, aber in der dritten Folge von Getting Buckets werden Nico und ich uns einen Experten an Bord holen, der uns das ganze System MyTeam mal erklärt. Und vielleicht treten dann ja auch unsere MyTeams mal gegeneinander an. Also es ist bitter nötig, kann ich dir sagen. Denn ich habe bisher immer so mich so mit den ersten Schritten beschäftigt. Ich versuche zu spielen, ich versuche schnell irgendwie auch ins One-on-One zu kommen mit Leuten, so eine Runde auszudaddeln. Ich habe es online versucht und habe es relativ schnell wieder gelassen. Und My Team ist so ein Thema, das ist so groß, da brauchst du Zeit für. Und
Ich habe Bock, mir erklären zu lassen, warum ich von meiner wenigen Zeit sehr viel da rein investieren soll. Deswegen ist ein Experte da, glaube ich, die beste Variante. Und ich glaube, wir sind ja beide auch, das kann man ja sagen, ein bisschen früher geboren als der gemeine 2K-Spieler. Von daher, ich weiß bei dir, wir haben beide Liebe auch für die Legenden und die finden wir dann natürlich auch wieder. Ja. Und dann mit denen zusammenzuspielen, mit neuen Stars, Teams aufzubauen, habe ich echt Bock zu. Aber wie gesagt, das gibt alles dann in Episode 3. Wichtig ist für euch, ich habe es wahrscheinlich auch schon eingeblendet gesehen, dass der Fahrplan für die Season. Es geht mit Call to Ball los, also alle rein zu 2K22, zocken, Belohnung abgreifen und dann mal gucken. Weihnachten, habe ich gehört, soll es eine Überraschung geben, können wir uns jetzt drüber sprechen. Aber darauf freuen können wir uns. Und das ist ja auch schon mal was. Happy Launch Day, NBA 2K22. Happy Release Day, NBA 2K22. Was geht ab, Leute? Mein Name ist DP. Happy, happy Release Day an das Spiel NBA 2K22. Es geht los, Leute. Let's go! Luka Doncic, einer der Cover-Athleten dieses Jahr bei NBA 2K22, der war in seiner Heimatstadt Ljubljana und hat zusammen mit der 2K Foundation zwei Freiplätze renoviert, refurbished, wie das die Amerikaner nennen. Echt eine starke Aktion. Haben wir ein paar Bilder für euch, die auch hier nebenbei ein bisschen laufen können. Es gibt ja so ein bisschen ein Signal, dass sie nicht vergessen, wo sie herkommen und dass sie wahrscheinlich auch den gleichen Struggle kennen, dass, also wie wichtig es ist, dass du vielleicht auch einen guten Platz hast, überhaupt die Möglichkeit hast zu spielen. Und vom Verständnis her gibt es andere Sportarten, wo es vielleicht mehr Möglichkeiten gibt als im Basketball. Und wenn, dann hängt er vielleicht halb runtergebrochen und das Netz ist abgetrennt. Insofern ist, glaube ich, das Gefühl, wie das ein neuer Platz und da kannst du drauf zocken, das gibt ja noch einen ganz anderen Vibe. Und wer weiß, vielleicht entstehen so weitere Talente, die dann irgendwann auch aufs Cover von diesem Spiel kommen. Aber ich finde es auch geil, dass diese 2K Foundation sich genau auf die Fahnen geschrieben hat. In den USA machen sie natürlich viel, viel mehr als in Europa, dass man eben sagt, nee, wir gehen dahin. Wie gesagt, wo nicht nur, wie gesagt, diese Stars entstehen, sondern auch eben so die Liebe zum Spiel und natürlich auch die Liebe zu einem Videospiel, das für Basketball geht, entsteht und dass man da den Leuten halt hilft, weil ich weiß aus eigener Erfahrung hier aus Wolfsburg, wo ich ja komme, unser alter Freiplatz, der hatte keine Netze, wo ich angefangen habe. Hätte ich mir gefreut, wenn ein NBA-Spieler bei uns mal rausgekommen wäre, der den ganzen mal renoviert hätte. Von daher, richtig, richtig geile Aktion von Luka Doncic und der 2K Foundation. Hier ist Jonathan Walker vom Jeden Tag NBA Podcast. Happy Release Day. Heute wird noch hier gezockt und ab dem 10.09. dann Jeden Tag NBA 2K22. Happy Launch Day NBA 2K22. Hey NBA 2K Fans, Gamer. Ich wünsche euch allen einen super tollen NBA 2K Launch Day. Peace out. Nico, lass ein bisschen über NBA 2K22 sprechen und über das Thema. Ich will nicht sagen, deswegen sitzt du hier, aber da hast du eben viel, viel mehr deswegen Ahnung. Deswegen sitze ich hier. Viel, viel mehr Ahnung von als ich. Und zwar, es geht um den Soundtrack. Das ist ja eine Geschichte, die Jahr für Jahr die Fans, also ich kann es manchmal gar nicht nachvollziehen, aber es nimmt die Fans echt mit, wer da im Soundtrack dabei ist. Ich weiß, dass auch in der Musikwelt, natürlich gerade im Hip-Hop, viele dabei sein wollen jedes Jahr. Und dass manche Leute einfach als allererstes zu warten, ey, wer ist eigentlich dieses Jahr dabei, musiktechnisch, und sich dann erst im Spiel kümmern. Als du die Liste gesehen hast, was war dein erster Eindruck dieses Jahr? Also ich finde insgesamt, was das Thema Soundtrack und so im Spiel angeht, schon, dass es unheimlich wichtig ist, weil wir sind ja hier dabei, dass dieses Spiel jetzt sehr viel von eurem Leben begleiten wird und ihr sehr viel damit auseinandersetzt, dann muss die Musik auch entsprechend passen. Und dann sind wir bei der Brücke, Hip-Hop, Basketball. Und dann war es in den letzten Jahren immer so, dass es wahrscheinlich kein anderes Spiel auf dem Markt gibt, das mich selber so musikalisch mitgenommen hat wie dieses Spiel. Weil halt der Sound da war, weil auch die gesamte Ästhetik da war. Und da ist natürlich jeder, der auf dieser Playlist ist, irgendwie dann auch vielleicht mal eine Entdeckung, so oder so, aber auf jeden Fall irgendwann auch ein Hit, den du dann auch vielleicht mit ins normale Leben reinigst. Ich wollte gerade sagen, weil du bist jetzt jemand, dir ist es ja wahrscheinlich egal, ob das jetzt ein Künstler ist, der irgendwie ein Number-One-Hit hat, der dabei ist, oder irgendein Underground-Typ. Also wenn du jetzt siehst, wie diese Liste kuratiert wurde, würdest du schon sagen, ach krass, das ist ein Abbild, so ne, wie Hip-Hop gerade aussieht, das passt, da sind so ein paar Dinge dabei, die man entdecken kann. Also ist das wirklich eine geile Mischung im Endeffekt. Was geht ab? Ich bin Shogun. Happy Launch Day an NBA 2K22. Ich chill jetzt hier courtside und ziehe mir die Spiele aus der ersten Reihe rein. Yes, yes, yo. Mein Name ist Luckman One, NBA 2K-Fan since day one. Das ist ein Shoutout für Getting Buckets und alles Gute zum Release und zum Launch von NBA 2K. Wir sehen uns im Rec Center. Oh.
Es ist euer Boy Pimp Fio. Happy Launch Day. NBA 2K22 ist endlich am Start. Balling! Was würdest du mir empfehlen, also wenn ich jetzt sage, oder ich bin ja so aufgewachsen mit dem BC Boys oder Run DMC, also was sollte ich mir anhören von dem Soundtrack? Oh, das kann ich. Ich finde ehrlich gesagt den ganzen Soundtrack, weil das ist ein zeitgenössischer Soundtrack. Ja. Das heißt, da sind die drin, die gerade und vogue sind, die heiß sind und die aber auch die Mucke machen, die dem Spiel so einen 2022 Flavor geben, den es halt einfach braucht. Und ich finde, Hip-Hop ist deshalb auch so schön, und das merke ich an mir selber, du hast es schon gesagt, wir sind ein paar Tage älter und so und haben auch schon ein paar Musikgenerationen durchlebt. Ich kriege aber immer wieder neue Inspirationen durch neue Künstler, weil ich mich auf sie einlasse. Und ich glaube, da gibt es, also vor allen Dingen auch in Deutschland, aber auch in den USA, so viele Talente, die so krasse Sachen machen, wo man vielleicht mal über die musikalische Brücke gehen muss, dass es jetzt erstmal nicht so klingt wie das, womit du groß geworden bist. Wenn du denen aber zuguckst, und dann ist so Travis Scott als Beispiel ein Leuchtturm. So. Und man versteht, es gibt eine krasse Doku über den, die schicke ich dir mal. Ja. Dann verstehst du, wer die sind, warum die sind. Und dann irgendwann fühlst du auch die Mucke wieder und dann bist du da. Und das hast du gerade zwei gute Stichworte genannt. Zum einen, es ist ja ein lebendes, atmendes Kunstwerk, dieser Soundtrack. Denn jeden Freitag gibt es neue Songs, die dazugefügt werden, während den verschiedenen Seasons auch. Von darauf drauf können wir uns freuen. Und du hast angesprochen, es gibt ja auch deutschen Hip-Hop. Aber davon finden wir jetzt auf dem Soundtrack nicht viel. Wir hatten mal Crow, glaube ich, vor ein paar Jahren mal dabei. Jetzt ist keiner dabei. Also ich finde, das ist jetzt eine richtig ungelenke Überleitung. Ich mache es trotzdem. Da müssten wir vielleicht mal was für tun, denke ich, Nico, oder? Und deshalb bin ich hier. Wir können an dieser Stelle anfangen, ein paar Dinge uns überlegen. Ich wäre für eine Petition, die wir aufsetzen könnten. Da können wir versuchen, so vielleicht so eine lange Liste an Unterschriften zu sammeln, die dafür sorgen, dass auch deutsche Künstler es doch schaffen. Oder wir machen es andersherum und machen erstmal so ein bisschen unsere eigene Playlist. Die Playlist? Die gibt's ja auch schon. Wie viele Songs sind schon drauf? Ja, wir werden auf jeden Fall sie immer weiter erweitern. Wir haben schon eine Nummer. Es gibt Sachen von Elias, von Summer Jam, A zum J, auch Larkman, Money Boy. Ja, und vielleicht habt ihr da draußen ja auch einen Vorschlag für Nico. Also in doppelter Hinsicht, ich meine, der Mann, ne, das ist ja nun mal eine Institution im deutschen Hip-Hop. Vielleicht kennt ihr den noch gar nicht, was ich jetzt nicht glaube, aber wenn euer Cousin irgendwie Soundcloud-Rapper ist, dann ist jetzt die Chance zu sagen, hey, hört euch den nochmal an. Vielleicht ist der was für die NBA 2K22-Playlist. Von daher gerne hier in den Kommentaren, wo immer ihr das seht, dieses Video gerne reinschreiben und dann suchen wir uns da. Oder Nico sucht die Sachen raus und ich höre es mir dann an. Allen 2K-Fans da draußen ein Happy Launch Day für NBA 2K22. Viel Spaß und Peace. Happy Launch Day, liebe 2K-Community. 2K22 ist endlich draußen. Viel Spaß beim Zocken. Hey Leute, hier ist Jonas von Vibes Magazine und unser Team freut sich schon richtig auf das neue NBA 2K22 und wir wünschen dem gesamten NBA 2K-Team einen Happy Launch Day. Where you and your men's at? That's the way you get Timberland up. PlayStation. Hey, happy launch day, NBA 2K22. NBA 2K22, Happy Launch Day! Ja. Ja, Mann. Ja, Mann, ey, also ich weiß nicht, wie es dir ging. Als ich den Gameplay-Trailer vor ein paar Wochen gesehen habe, dachte ich so, Alter, es ist schon geil. Ich meine, ich bin jemand, ich gebe immer wenig so auf so cinematische Trailer, so oft wird dann halt, ne, oft dann nur gezeigt, so, ja, unter Idealbedingungen sieht das aus. Aber bei 2K ist ja viel mehr dahinter. Man sieht ja auch, ne, was ist jetzt dribbling-mäßig möglich, ne. Ich gucke immer, wie der Wurf aussieht. Und mein Fresse, vergangenes Jahr habe ich mich schon ewig gefreut auf so, ne, Next-Gen-Konsolen. Jetzt freue ich mich noch mal mehr auf die Version, weil einfach, man sieht das jetzt schon, da ist echt eine Menge mehr drin. Ja, es ist krass. Also in ganz vielen Sequenzen verschwimmt dieses Gefühl von, okay, ist das jetzt ein Spiel oder ist das jetzt animiert? Und das wird sich dann, glaube ich, auch wenn man spielt, noch mal ganz anders und krass anfühlen. Und wir sind wieder bei der Musikkomponente. Ne? Ich mache das Ding an, höre Nas mit Made You Look.
Und bin, also dieses Intro von dem Song ist so krass, das passt so gut da drauf. Und ich hatte so richtig ein bisschen Goosebumps, weil, ey, krass geil so. Und auf einmal haben sich die Bilder krasser angefühlt. Es war, der ganze Vibe war geil. Ich hatte richtig Bock aufs Spiel. Und es gibt diese schöne Zeile von Nas, wo er sagt, this ain't rap and this is street hub. Ja. So, ja, genau, jetzt geht's los. Jetzt spielen wir eine Runde. So, ich war bereit. Ich hab eigentlich nur noch auf dich gewartet, wo du bist, damit wir einen auszocken können. Das Krasse ist nur immer, ich sehe dann nur diese Gameplay-Trailer, weil ich dann oft auch lese. Es gibt ja auch diese schönen Developer-Diaries von 2K, wo dann die Entwickler, Mike Wang heißt der, glaube ich, ne, der Mann, der zuständig ist für die ganzen Gameplay-Sachen, immer so schreibt er was Neues. Ich folge ihm auf Twitter und so. Und wenn ich das dann lese, denke ich auf der einen Seite, ey, geil, also das ist neu, ey, das ist super, das liest sich echt geil. Und dann denke ich mir, ich muss das alles wieder neu lernen. So. Und das ist die eine Sache, die mir echt Jahr für Jahr wieder neue Kopfschmerzen bereitet, ist halt beim Dribbling, dass ich mir halt reinpacken muss, okay, ne, wie war nochmal die Combo, ne, für die Hesitation und den Crossover. Und deswegen, als ich gelesen habe, dieses Jahr, dass die ganzen Size-Ups und so alles neu sind, dass man auch viel mehr jetzt selber gestalten kann. Oh, ja. Ich sehe das immer mit einem Lachen und einem weinenden Auge, weil ich weiß, umso mehr die neu machen, umso länger brauche ich, um das wieder reinzupacken. Kannst du dich noch daran erinnern, dass ich dich, glaube ich, die letzten beiden Jahre immer bei Release dann relativ hektisch angeschrieben habe? Ja. So, Dre, ich brauche Tipps. Ja. Wie komme ich in dieses Spiel rein? Wie sind die richtigen Knöpfe, damit ich richtig funktionieren kann und so? Ja, das wird dieses Mal noch schwieriger, aber ich glaube, das wird alles so krass aussehen und mit der Mucke im Hintergrund und so, das wird richtig viel Spaß machen. Ja, und vor allem eine Sache, die mich dann so auch als einer, der auch ein bisschen mehr noch auf Details guckt, einfach auch wirklich mit freudiger Erwartung zurückliest, weil dieser eine Vermerk, dass jetzt in der Defensive einfach die KI nochmal nach oben geschraubt wurde. Es gibt ja diesen Typen, den Saar, der eigentlich, glaube ich, auch als YouTuber mal angefangen hat und jetzt ja auch für 2K arbeitet und eben auch für diese ganze Taktik und so zuständig ist. Und immer wenn der sagt, pass auf, die KI in der Defense ist so gut, dass jetzt nicht nur eine Hilfe kommt, sondern die zweite und die dritte und dass du echt mit 3, 4, 5 Pässen manchmal arbeiten musst, um irgendwie frei zu spielen, boah, dann habe ich, also dann denke ich echt schon, okay, San Antonio, so, ne, Meisterschaft, so will ich spielen. Ich hoffe, dass das geht, aber da freue ich mich aber brutal drauf. Vor allem, weil das auch so Sachen sind, das siehst du ja nicht, wenn du zwei Spiele gemacht hast. Dann musst du Stunde um Stunde reinhauen und dann siehst du immer noch Sachen, die neu sind und die du noch nicht vorher gesehen hast. Und das ist echt, jedes Jahr echt wirklich geil, finde ich. Und dann sind die kleinen Nuggets noch entdeckst du so nach 2, 3 Monaten sogar noch. Ich fand am Trailer, um da nochmal kurz drauf zu gehen, auch übrigens so stark gemacht, dass wie die Gesichter quasi sich so halbiert. Ja, mit den Legenden, ja. Spieler reingesetzt wurden, die Legenden sind mit drin gewesen sind. Und dann kommen wir wieder zum Gameplay. Wenn du dann auch noch wirklich das Gefühl kriegst, dass du die noch realistischer so spielen kannst, wie du sie früher gesehen hast, so. Mein lieber Schwan, das kann richtig spannend sein. Das war eine Sache, die mich total überrascht hat, als ich war Glück, dass ich schon zweimal in den Studios war, wo sie das Motion Capturing machen. Und ich dachte, ja gut, dann holen die jeden Spieler, der irgendwie einen besonderen Move hat, einfach mal dahin. Das ist ja in der Nähe von San Francisco. Also wenn dann irgendwer bei den Warriors spielt oder bei den Kings, dann holen die Nowitzki da rein und dann zeigt er seinen Wurf, seinen Flamingo, und dann haben die das drauf. Aber das ist gar nicht so, das fand ich total witzig. Sondern die haben sich halt... ich glaube, es waren irgendwann mal die gleichen, aber so College-Jungs, die einfach es drauf hatten, dass sie halt Spieler imitieren. So, und die wurden dann Mocap gemacht, es sei denn wirklich, die Stars kamen da mal hin. Und Nowitzki finde ich da ein gutes Stichwort. Der hat sich ja bis zu diesem Jahr nie einscannen lassen. So, und jetzt ist er halt da, ne, gab es ja auch, glaube ich, auch von 2K so ein Video mit den ganzen Kameras um den Kopf. Und das jetzt zum ersten Mal, finde ich, ist Dirk auch richtig damit drin, wo ich mich auch mega drauf freue. Auch wenn das natürlich der alte Dirk ist, aber gut, so ist es halt. Aber das, ich kann es, ich sage auch ganz ehrlich, das ist das Erste, weißt du, bei allen tollen Modi, die wir da haben, das Erste, was ich immer mache, ist, ich gucke die Classic-Teams. Ich lasse irgendwie zwei Classic-Teams dann antreten und schaue halt, weil einfach sehen wir, wie meine Helden der Kindheit aussehen. Ich würde sagen, dann lassen wir mal zwei Classic-Teams gegeneinander antreten, ne? Oder? Das können wir gerne machen. Vor allem, können wir vielleicht auch schon mal hier rauslassen, also je nachdem, wann ihr das jetzt hier seht, ja, heute ist 2K Day, Release Day. Wir beide wollen die ganze Saison über uns ein bisschen verlustigen mit NBA 2K22. Meistens dann live auf Twitch, mal gegeneinander. Ich werde eine My-Career spielen auf jeden Fall. Vergangenes Jahr habe ich ja mit den Dallas Mavericks ein bisschen mich durch die Saison gearbeitet. Dieses Jahr soll es wirklich auch dann einen My-Player geben, der dann wirklich mal zu einer Legende vielleicht wird. Was hast du vor? Hast du schon eine gröbere Idee? Ja, ich will mich vor allen Dingen mit Leuten messen, weil My-Career, da habe ich noch ein bisschen Angst vor, da muss ich mich erstmal vom Experten überzeugen lassen, ob das was für mich ist. Aber ich habe ja mehr Sorge davor, wenn ich jetzt einmal mit dir spiele, dass ich dann vielleicht noch so auf den Newcomer-Bonus hoffen kann, dass wir auf einem Level sind. Wenn du dann aber 500 Spiele gemacht hast, dass ich dann nicht gnadenlos dagegen irgendwie
weißt du, abstinke, sondern dass ich weiterhin auf dem Level bin. Und das ist mein Ziel. Ich möchte gerne durch dieses Spiel kommen und zu jeder Zeit in der Lage sein, mich mit Leuten, mit denen ich spielen will, messen zu können. Und das werden, genau wie bei dir, auf jeden Fall auch bestimmt mal Künstler sein. Ich habe ja auch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir die 2K-Family Richtung Hip-Hop ein bisschen erweitert kriegen. Da gibt es Leute, die haben richtig Bock aufs Spiel und die schleppe ich dann einfach mal an und dann können wir mal gucken, wie du und ich mit denen klarkommen. Ja, vielleicht aber dann der erste Tipp, den ich dir geben würde, nimm nicht immer die Knicks, wenn du dann gegen andere Leute spielst. Das ist dann schon ein leichtes Handicap. Da gibt es schon bessere Teams. Mal gucken. Das habe ich nämlich ehrlicherweise die letzten Jahre immer gemacht. Wahrscheinlich bin ich deshalb gescheitert. Ja, ich denke, wir haben genug gequatscht. Nicht, dass es hier langweilig war, aber es ist nun mal Release Day. Ich glaube, du willst zocken, ich will zocken. Die Jungs und Mädels da draußen wollen spielen. Von daher, ja, vielleicht auch der Hinweis, wenn ihr wissen wollt, wann wir online gehen, live spielen, dann checkt einfach unsere Social Media Accounts oder das Account hier, oder die Accounts von 2K, da seht ihr das sofort. Episode 3 kommt bald, sagt dann mit Rob, der uns alles erklärt über My Team, Seasons etc. Da freuen wir uns, glaube ich, beide drauf. Ja, und jetzt geht's an die Sticks, oder? Auf jeden Fall. Also ich würde gerne jetzt hier aufhören, weil es vibriert schon, es geht los. Let's go. Ich komme aber wieder, keine Sorge. Ich bin wieder am Start, aber jetzt bin ich ein bisschen spät. Genau, ich muss mir den Soundtrack anhören. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Yo, it's Mikey. Who's trying to run? Yo, what's good? Bro, what is he doing? Jason Tatum! That was nasty. Jason Tatum. Ooh. Tatum. Jason Tatum. Bro, why are you only playing with Jason Tatum? Jason Tatum is nice. 2 All-Stars, All-NBA, a lot of accolades. Gorgeous hair. I just looked at my wrist, I got time today. Bruh. Get on crossing the line. PlayStation.